Was sind eigentlich die Ziele eines Finanzberaters und was treibt ihn täglich an? Mit dieser Frage im Kopf folgte ich der Einladung von Wüstenrot, einen ihrer Trainees des zweijährigen Starterprogrammes im Bereich Finances and Sales zu interviewen. In Wien angekommen empfing mich Marcel, er zeigte mir die Räumlichkeiten, in denen er arbeitet und danach setzten wir uns zu einem Interview zusammen. Das erste, was ich von Marcel wissen wollte: Was ist eigentlich seine tägliche Motivation, aus dem Bett zu steigen, um seinen Job nachzugehen? Meine Motivation, mich motiviert es als jeder. Also kein Tag ist wie der andere Tag. Wir haben jeden Tag neue Herausforderungen mit Kunden. Es sind immer verschiedene Kunden. Somit weiß man eigentlich nicht genau, was man heute erwartet, wie der Termin wird. Und somit ist eigentlich jeden Tag eine neue Challenge. Und das ist eigentlich die Motivation, also meine Motivation, dass ich die Challenge meister, wirklich da positiv abschließen kann. Motivation ist also reichlich vorhanden. Doch was sind die Ziele von Marcel? Wo möchte er nach dem Starterprogramm hin? Ich möchte mal natürlich ein guter Verkäufer werden, ein guter Finanzberater, am Weg zum Spitzenleister heißt das bei uns. Und in weiterer Folge natürlich eine Führungsposition. Und die Möglichkeiten sind durchaus gegeben bei Wüstenrot. Ich glaube, die Wege stehen wirklich offen. Aber auch wie überall im Leben gibt es auch im Job mal Tiefen. Wie unterstützt eigentlich das Starterprogramm ihre Trainees, wenn es mal nicht so gut läuft? Also grundsätzlich gibt es natürlich immer schlechte Tage. Ich glaube, das wäre gelogen, wenn man sagt, es ist jeder Tag perfekt. Aber es gibt unsere Tage, gerade meine zwei Kollegen, wir motivieren uns oder wir versuchen uns gegenseitig zu motivieren. Und ich sage, aus Fehlern oder so schlechten Erfahrungen kann man auch immer was Positives rausziehen. Klar. Und Erfahrungen, dann gibt es natürlich auch, also jeder Trainee, wir haben so ein Buddy-System eigentlich, also wir haben einen Buddy zugeordnet, der einfach uns unter die Arme greift und uns motiviert, versucht zu motivieren, uns Tipps gibt im Alltag. Ja. Was mich eigentlich noch sehr interessierte, war, ob Marcel unter irgendeinem Verkaufsdruck steht oder ob da auch das Trainee-Programm ihn etwas unter die Arme greift. Ich glaube, das ist das große Problem, das falsche Bild, was sehr viele haben. Wenn, sobald man Finanzberater hört, oh je, da muss man verkaufen, sonst ist man wieder weg und man verdient nichts, man lebt am Existenzminimum. Genau bei dem Trainee-Programm, das war auch ein weiterer Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Man hat ein fixes Gehalt, man hat die zwei Jahre hat man ein fixes Gehalt jedes Monat und man hat keinen Verkaufsdruck. Inklusive, also man kommt natürlich auch eine Kilometeraufwendung, also Kilometergeld zusätzlich. Und alles, was man on top verdient, wird einmal dann später abgerechnet, kann man sich natürlich auch was dazu verdienen. Ja. Und wie kann ich nun ein Starter bei Wüstenrot werden? Was brauche ich da eigentlich für Vorkenntnisse? Voraussetzung war eigentlich Matura, also Matura-Niveau oder adäquate Ausbildung. Und ja, das waren die Voraussetzungen, die habe ich Gott sei Dank erfüllt. Und die Ausbildung, Vorkenntnisse natürlich, vielleicht ein bisschen wirtschaftlich, sollte man vielleicht ein bisschen sich interessieren dafür, sage ich mal. Ja. Aber grundsätzlich die Ausbildung erhält man am Anfang die ersten 6 Wochen, die ersten 2 Monate, wo man einfach mal intensiv wirklich das eingebracht, jeden Tag in Salzburg einmal vermittelt bekommt, das Grundwissen, Versicherungswesen, dass man einfach mal die Basics hat. Das war mein Interview mit Marcel. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Leben eines Finanzberaters geben. Ich fand es sehr, sehr interessant und falls du auch ein Starter werden möchtest, weitere Infos findest du in der Videobeschreibung oder gleich auf der Webseite von Wüstenrot.